Ja, gut, aber sagen wir mal, man erreicht doch wirklich schwierig diejenigen, wo, wie Sie eben auch schon sagten, die Eltern sich überhaupt nicht kümmern, wo vielleicht auch die Schule überfordert ist. Gibt es für Sie irgendeine Schranke, wo Sie jetzt sagen, also Ursula von der Leyen, das hat jetzt erstmal nicht funktioniert, wie ich möchte doch die Löschung haben, ein Gesetz, das wäre doch ideal, vielleicht sogar auf europäischer Ebene. Das wäre toll. Das wäre super. Es gibt momentan eine EU-Richtlinie, die auch diskutiert wird, auch für dieses Thema. Da ist leider momentan Deutschland einer derer, die blockieren. Das ist sehr schade. Wir brauchen nämlich internationale Richtlinien. Aber Frau Zugemöch, da müssen Sie doch jetzt, Sie haben doch schon ein bisschen Einfluss, sagen, also ich stehe hier gerade als Frau eines prominenten Politikers, die auch sehr engagiert ist in diesem Thema. Ich setze das jetzt auf die Schiene. Frau von der Leyen, machen Sie was. Frau Schröder jetzt. Das ist, wäre schön. Offensichtlich reicht auch mein Druck nicht aus. Ich glaube, man muss von der Gesellschaft herkommen. Man muss einfach vielleicht auch von der Wirtschaft herkommen, sich endlich bekennen und aktiv werden. Und ich glaube, darin liegt auch das Geheimnis, dass wir eben nicht alle nur darüber reden. Wir sagen auch immer den Leuten, wissen Sie, wenn wir hier noch sitzen und darüber reden, wer das jetzt nun tut oder nicht tut, passiert schon wieder was. Macht derjenige es die ganze Zeit. Ja. So. Und dieses Löschen und Sperren ist eine Sache. Aber das kann nur ein kleines Puzzleteil sein von einem riesen Maßnahmenkatalog, der geschehen muss und wofür wir einstehen und das fordern. Und wir versuchen das mit allen möglichen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Und Sie gehen da ja sehr weit eigentlich und sind da sehr konsequent. Also ich habe Ihr Buch aufmerksam gelesen und es lohnt sich wirklich, da reinzugucken. Auf Seite 131 hat mir das mal rausgeschrieben. Da haben Sie gesagt, Pornos im Internet, Popsängerinnen im Bondage-Outfit und Topmodel-Shows im Privatfernsehen erschweren Kindern und Jugendlichen die Entwicklung eines positiven Körperbildes und einer ich-bezogenen Sexualität. Ich würde das gerne mal am Beispiel einer jungen Frau mit Ihnen diskutieren, die von vielen Kindern und Jugendlichen angeklickt wird im Internet. Sie nennt sich Lady Gaga und manche meinen, sie sei auch Gaga. Was auch immer sie ist, feststeht, sie ist derzeit die erfolgreichste und bekannteste Popsängerin der Welt. So, da haben wir sie gesehen. Also ein spärlich bekleideter Popstar, so das Gewehr im Anschlag. Ist das nicht eher Spaß? Also ich persönlich, verstehen Sie, das ist eine sehr erfolgreiche Künstlerin und das ist sicher eine tolle Frau. Nur, was ich sage, ist, diese Outfits, die wir da sehen, das ist, wir wissen, dass das ist, geht um Umsatz. Und das geht um Aufmerksamkeit. Und offensichtlich sind wir in unserer Erwachsenenwelt auch schon so weit, dass wir eben solche Dinge brauchen, dass wir da hingucken. Und die ist ja, liefert ja die ganze Zeit Schock-Outfits und so weiter und so fort. Und dann gucken wir alles als Erwachsenen hin. Also wir müssen uns vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen und sagen, hey, das sind wir hier. Tatsächlich ist es so, wenn die da mit einem Bondage-Outfit daherkommen, dann guckt man. Weil alles andere haben wir schon so viel gesehen. Und diesen Menschen geht es um Umsatz. Das ist einer wirtschaftlich orientierten Welt vollkommen legitim. Sie haben jetzt, was Kinder angeht, den Eindruck, dass sich das schon so festsetzt, dass also ich glaube, dass sie das nicht differenzieren können. Dass sie nicht differenzieren können, dass das nicht die Realität ist. Und es geht nicht darum, dass die vielleicht Eltern haben, die sitzen da und sagen, das ist Musik, das ist Show, das ist, wenn man denen das erklärt, ist das eine Sache. Aber wenn sie, alles, was wir heute sehen, ist irgendwie sexuell aufgeladen. Und das rieselt ja auf die ein. Und die wenigsten Eltern machen sich die Mühe, da sich hinzusetzen und zu sagen, pass mal auf, das ist tatsächlich so, was wir da sehen, aber das hat mit der Realität nichts zu tun. Was passiert dann? Und vor allem, und darauf gehe ich auch in meinem Buch ein, es passiert dann vor allem bei solchen Kindern gewisse Dinge, die emotional verwahrlost, aber irgendwie Bindungsschwierigkeiten haben. Die nehmen sich das zum Vorbild, weil sie glauben, dass... Dadurch wird man was. Dadurch wird man was. Man nimmt sein Selbstbewusstsein aus der sexuellen Attraktivität. Es gibt diese Umfrage von einer amerikanischen Psychologin, die ich echt erstaunlich finde. Da geht es nämlich, dass ein größerer Prozentsatz der Mädchen, die sie befragt, hunderte von Mädchen sagen, es ist ihnen wichtiger, sexuell attraktiv auszusehen,
angesehen, mhm, als geistig intelligent zu sein. Mhm. Und das finde ich wirklich, stimmt, beunruhigend. Ja. Meine Oma hat mich ja früher immer davor gewarnt, da kamen die Beatles auf. Hab gesagt, oh, das darfst du nicht gucken, diese Langhaarigen. Heute ist das Kult. Wenn man das jetzt sieht, können wir nicht sagen, es ist eben, die Zeit hat sich verändert. Und da kommt jetzt die Frau zu Guttenberg, ist die nicht prüde? Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf? Das glaube ich überhaupt nicht. Und ich sage ja auch nicht, dass wir das nicht anschauen können. Ich sage auch nicht, dass wir die Räder zurückdrehen, mhm, werden und müssen. Und außerdem sage ich ja auch in meinem Buch, die Jugend galt immer als besonders wild. Ja? Das ist überhaupt nicht das Thema. Man hat nur einfach inzwischen auch herausgefunden, dass gerade bei solchen, die emotionale Bindungsschwierigkeiten haben oder emotional verwahrlost sind, das ist im Übrigen auch nicht nur in sozialen Schwachpunkten, mhm, sondern es gibt auch, ja, die Wohlstandsverwahrlosung. Ja, genau. So, und wenn die sich zunehmend über Pornos und dann eventuell sogar Gewaltpornos etc. ansieht, das ist ja heute alles frei verfügbar, senkt einfach die Schwellen. Mhm. Und das wird noch viel schwieriger, Grenzen zu ziehen zwischen dem Persönlichen und dem Öffentlichen. Es wird unheimlich schwierig zu realisieren, wie muss ich eigentlich sein? Das sind die Vorbilder, mhm, die ich da habe. So muss man angeblich sein, weil es ist ja Mainstream. Richtig. Ja? Das ist ja heute, mhm, das sind die Idole unserer Zeit. Und es gibt einfach Untersuchungen von großen Experten, der ich ja gar nicht bin, mhm, aber die ich da zusammengetragen habe, die sagen und, mhm, wissen, es besteht einfach eine enorme Gefahr. Und da könnte man jetzt auch sagen, Sie haben ja nun Zugang zu Kreisen, zu denen vielleicht manche andere gar nicht hinkommen. Also Politiker haben wir schon mal gesagt, aber auch Künstler und Showstars. Gehen Sie da auch mal hin und sagen, also jetzt sage ich dir mal auch unter vier Augen, wir brauchen da gar keinen Namen zu nennen, Mensch, halt dich doch mal zurück. Das wäre sicher mal, ein Vorschlag. Ich glaube nur, dass das an sich der falsche Ansatz ist, weil unsere Gesellschaft, mhm, ich glaube... Gut, aber man kann ja doch verantwortlich, sagen wir mal, an bestimmte Personen kann man sagen, also vielleicht hast du selbst auch Kinder oder hast das Patenkinder oder so. Überleg doch mal, was du da machst. Ja, das könnte man sicher, aber das könnte man mit ganz vielen. Das, mhm, könnte man in diese Verantwortung müsste man ganz viele nehmen, die sozusagen primär auf, mhm, Absatz aus sind. Mhm. Ob die dann das umsetzen, mhm, ist eine, ja, ganz andere Frage und das bezweifle ich. Mhm. Und deswegen sage ich, müssen wir eben uns dessen bewusst sein. Es, mhm, geht nur um eine Bewusstseinsschärfung. Sie treten in Ihrem Buch jetzt dafür öffentlich ein und haben das auch in den letzten Jahren immer schon gemacht. Sie haben öffentliches Interesse erregt und einmal erinnern wir uns, als Sie dick in der Öffentlichkeit war, vom ZDF live übertragen, unvergessen letzten Winter. Das war die Bambi-Preisverleihung am 26. November letzten Jahres. Stefanie zu Guttenberg muss ihren Mann vertreten und hält eine vielbeachtete Rede. Mein unmöglicher Mann hat mir vor anderthalb Stunden circa dieses Redemanuskript zugesteckt, auf die politische Gemengenlage verwiesen und irgendwie so ein Ich liebe dich gemurmelt und betont, dass er die Rede im Zweifel frei gehalten hätte. Denken Sie sich einfach in den nächsten Worten Ihren Verteidigungsminister in dieses Abendkleid. Ja, werden wir nie vergessen. Wie kam es denn dazu? So ganz blöd, war ja ganz spontan. Ja, ja, das war ganz spontan, sehr spontan. Ja, das war einfach... Da waren die politischen Umstände so, dass es für meinen Mann schwierig war, bis unmöglich zu kommen. Ja. Und ich kurzerhand gefragt wurde, ob ich nicht einspringen würde. So, und da stand ich. Und da haben Sie ihn charmant vertreten, haben das frei und so gemacht. Das hat damals die Leute unwahrscheinlich bewegt. Vielleicht sogar mehr, als wenn der eigene Mann da gestanden hat. Ihr Mann, der ja einen sehr gefährlichen Beruf hat, was sicherlich auch manchmal in der Familie eine Rolle spielt. Man muss das ja auch den Kindern klar machen, was das bedeutet. Also zum Beispiel Ende August, da ist Ihr Mann als Verteidigungsminister bei den deutschen Soldaten in Nordafghanistan gewesen, in der Unruheprovinz Baklan. Als erster hochrangiger deutscher Politiker hat er dort die Außenposten der Bundeswehr, 70 Kilometer entfernt von Kunduz, besucht mit allen Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt frage ich Sie mal, hat man da als Ehefrau nicht mal Angst? Man macht sich schon Sorgen, aber ich sehe einfach, dass es dort viele, viele Menschen gibt, die tagtäglich ihr Leben für unsere Sicherheit hier riskieren. Und das ist sein Job und das ist eine Verantwortung, die er trägt und auch spürt. Und deswegen sehe ich das als ein Teil seines Jobs und ein Teil dieser Verantwortung, die er lebt. Und deswegen
Selbst wenn ich mich auf den Kopf stellen würde, sage ich jetzt mal so flapsig, also ich würde es nicht ändern und ich sehe, dass es wichtig und auch eine Selbstverständlichkeit ist. Aber generell muss man selber ja damit fertig werden, dass man auch die Frage nach dem Tod... Natürlich. Aber das sage ich alles Ihnen. Alles endlich ist, ja. Das sage ich Ihnen, aber nicht in die Kamera sozusagen. Mhm. Okay, ist akzeptiert. Der Rummel um Ihre Person, geht Ihnen das manchmal auf den Keks? Ich weiß es nicht. Ich sehe das als Betrachter. Ich finde das ganz erstaunlich und weiß, dass die Dinge nie ewig dauern. Und versuche das als eine Herausforderung zu nehmen und mehr auch nicht. Hm. Eine Herausforderung, die Sie jetzt auch für einen guten Zweck nutzen. Ausschließlich für diesen Zweck. Ja, für diesen Zweck, wo Sie jetzt noch ganz schnell, da kommen wir zum Schluss in der letzten Minute noch drauf, 50 Kommunikationsunternehmen aufgefordert haben, spendet für meine Aktion. Ja. Gibt es schon Resonanz? Nein. Obwohl es ein Unternehmen sich gemeldet hat, die kein Internet- und Telekommunikationsunternehmen ist, die uns tatkräftig unterstützen wollen. Und das ist ganz großartig. Aber ich werde nachhaken, ich werde nicht aufgeben. Im Sinne der Kinder in diesem Land und im Sinne, dass wir alle gemeinsam tätig werden müssen und uns bei unserer Verantwortung packen und müssen. Und vielleicht hört uns ja jetzt einer zu und der weiß, hier ist es gut angelegt. Im ZDF, im Internet können Sie auch die Adresse des Vereins, die Kontonummer, alles finden. Und ich glaube, das ist eine Sache, für die jede Spende sich lohnt. Frau zu Guttenberg, ich danke Ihnen ganz herzlich, vielen dass Sie Dank hier im Studio waren. Danke. Und ich kann Ihnen für nächsten Sonntag, meine Damen und Herren, ebenfalls einen exklusiven Gast versprechen zum 3. Oktober, zum Jubiläum 20 Jahre Wiedervereinigung. Der Mann, der das möglich gemacht hat, am 9. November mit dem legendären Zettel auf dieser berühmten Pressekonferenz. Für uns exklusiv, Günter Schabowski. Im ZDF geht es jetzt weiter mit ZDF Umwelt. Das war's für heute. Schönen Sonntag noch.